Haut's auf das! So ist. Grüß euch, Grüller. Grüß euch, Grüller. Heute mit dem Andi und mit dem Philipp. Wir machen euch heute was Richtiges fürs Oktoberfest an Surbraten. Ich glaube, der ist uns gelungen. Scheiß saftig, wie er gehört und wie das Ganze funktioniert. Sagen wir euch jetzt. Philipp startet gleich mal mit den Vorbereitungen. So ist. Schaut es euch an, lasst es euch schmecken. Gefällt mir drücken, Glocke aktivieren. Und Abo da lassen. Los geht's. Für unseren Surbraten brauchen wir natürlich immer ein Fleisch. Da haben wir sich genommen einen Schopf, den hat uns der Timmischler Handels gegeben. Danke an Edith fürs Einsuchen, so Weltklasse. Wir brauchen ein paar Grumpern und Zwiebeln. Da habe ich 3 Zwiebeln von angeschnitten. Und natürlich einen Dartschaufel. Ein bisschen größer haben wir da heute, da, damit unser Schopf reinpasst. Unseren Boden legen wir mit Öl und Zwiebeln einmal aus. Das ist die erste Schicht, bevor dann das Fleisch reinkommt. Schön grob rein da. Dann haben wir noch die Kartoffeln. Könnt ihr gerne mehr rein tun, dann habt ihr gleich Zuspeis. Angerührt wird das, damit ein bisschen Flüssigkeit ist, mit dem Wasser. So, ungefähr einen halben Liter tue ich da rein. Und jetzt kommt schon das Fleisch dran eigentlich. Da machen sie ein wenig Platz. Geht sich gerade aus? Wird knapp, ja. Andi hat sich wieder das größte Stück Fleisch genommen, weil man so einen Hunger hat. Ja. Boden wir brauchen. Deckel drauf und wenn die Kohlen durchgeht sind, geht's schon rund. So, der Philipp hat das Fleisch vorbereitet. Jetzt geht's an die Kohlen. Ich habe da 28 Briketts vorgekatzt, also durchgekatzt. 10 nehme ich unten, 18 ich oben und dann lassen wir das einmal 2 Stunden, 2,5 drauf und da schaffen und dann können wir keine Temperatur messen. Ist das nicht schöner verteilen? Oh, das ist schwer. Grillsport. Ja, das ist wirklich ein Sport. So, wie viel haben wir da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Heiß. Das ist zu. Gleichmäßig verteilen. Ich meine, bei den FD12 hat man halt wirklich viel Platz. Das schon. Ja, gleichmäßig verteilen. Schön was. Gerät kurz. Erst, was schätzt du? Wie lange brauchen wir? Ja, wie gesagt, 2,5 Stunden was? Ungefähr und dann gehen wir mal Kerntemperatur messen. Damit das Fleisch schön langsam quasi. Nach einer Stunde kann man mal reinschalten, unten eh noch. Genug Flüssigkeit hat, wenn nicht, laden wir Wasser noch, kann man ein Bier dazu laden. Das werden wir machen. Mhm. Gut, dann Stiegel. Dann schauen wir mal rein. Zweieinhalb Stunden später. Was für eine Temperatur haben wir? 2,5 Stunden später haben wir eine Temperatur. Nach 2,5 Stunden, oder? Nach 2,5 Stunden. Gratis. Nein, Spaß ohne. Drinnen war das Ganze jetzt 2,5 Stunden. Jetzt haben wir Kerntemperatur von 78 Grad. Ideal. Schauen wir mal rein. Da ist er noch richtig saftig. Oh. So ja. Jetzt ist eine Zusammensang rein, gell? Mhm. Richtig aufgestellt. Flüssigkeit hat gereicht, oder hast du mal was gedacht? Nein, ich habe nichts gedacht, wir haben es nur mit dem Shapefilmer wieder drüber gegossen. Genau, dass es jetzt schnell saftig ist. Jetzt werden wir das Ganze ausschneiden. Yes, und kosten. So ist. Kann man sagen. Super ist das. Gewaltig. Man sieht, der hat ein bisschen Krusten gekriegt, so wie wir das wollten.
Das im Touch haut super hin. Natürlich braucht man eine gewisse Größe. Wir haben halt auch viel Fleisch gemacht. Also mit einem kleinen Stickel geht es natürlich genauso. Genau. Jetzt schneiden wir mal an, das für Ergebnis, das wir haben. Alter, ich freue mich. Gewaltig. Super durchzogen. Und noch die Fleischqualität. Also danke nochmal an die Familie Demischl. Da kann man nichts sagen. Ne? Da gibt es nichts, gell? Und da mal kosten. So ist. Aufpassen, das hat sich die Temperatur. Wie wir gesehen haben, knapp 80 Grad. Na dann, Kanal abonnieren, gefällt mir drücken. Und schmecken lassen, wenn es nachkocht. Und die Glocke aktivieren. Genau, heißt. In deinem Sinn. Wir müssen eben nein üben. Mahlzeit. Mahlzeit. Damit wir die Oktoberfest-Stimmung nicht vergessen, müssen wir noch Weißbier trinken. Prost! Prost! Bis zum nächsten Mal. Ciao!